geblieben ist und aufgrund ihrer Reinheit für den Zivug mit dem höheren Licht gar nicht geeignet ist, wird nun in die Regiment David Gimel eingegliedert. Und die beiden werden zu einer gemeinsamen Regiment. Somit erwirbt nun die Regiment der Hitlabschut genügend Stärke, um einen Sivuk mit dem höheren Licht durchzuführen. Also findet der Sivuk der HKA mit dem höheren Licht statt, der die 10 Sephirot eines neuen Parzuf nahe der Stufe Keta erzeugt. Es entstehen die 10 Sephirot des Ochoser, da die Regiment der Hitlabschut der Prinatale darin beteiligt ist. Diese Hitkalelut wird als Hitkalelut von Nekeva, das Weibliche im Sachar, im Männlichen bezeichnet, da die Reshimo der Aviyot von Prina Gimel Nekeva heißt, denn sie trägt die Aviyot, während die Reshimo der Hitlabschut von Prina Dalet, der vierten Stufe, männlich genannt wird, da sie einer höheren Stufe entstammt und rein von der Aviyut ist. Die Regimo des Männlichen kann allein keinen Zivug der HKA in sich vollbringen, weshalb die Regimo durch die Hitkalelut vom Weiblichen für einen Zivug der HKA geeignet sind. Und sollen wir fortsetzen? Nun, Tamschich.